Turbo Dudes. Hier ist der 7-Körbe-General zusammen mit Major Crazier und wir haben heute mal ein F1-Set für euch am Start. Ja, sieht erstmal solide aus, ne? Würde ich auch sagen. Ganz schön was drin, ne? Also, ciao. Von welcher Marke ist denn das? Von welcher Firma? Da oben steht das. Leslie Fireworks, ne? Oder von Leslie, ja. Ja, sieht erstmal echt solide aus. Steht da noch steht so drauf? Nicht wirklich nur da. Die BAM-Nummern. Was da jetzt wirklich drin ist, steht da nicht, ne? 182 Gramm, das ist schon ja, erstmal. NEM ist schon gut, ne? Was hat es gekostet? Blend das hier jetzt ein. Hier, da so. Okay. Ja, mal gucken, hier steht ja gar nicht drauf, was da drin ist. Ne? Ja, das ist ja auch alles irgendwie neu, ne? Sein. Alles neu. Alter, was für riesen Crackling-Bälle, Junge. Ah, der geht schon auf, der eine. Das ist ja nicht so nice. Die sehen auch cool aus. Die sind unten so. Zeig mal. Ah, oha, was ist das denn? Alter, geht schon auseinander. Aber was ist das für ein Pulver, ey? Was ist das denn? Komisch, voll. Schwarzpulver sieht anders aus. Das sieht auch cool aus. Das sind doch diese Heulers, ne? Fontäne, sagt er. Aber 7,2 Gramm, mal, das ist ja schon heiß, ne? Also. Darf man mal gespannt sein. Ja, sehr. Sind das denn hier Flashlights oder Fontänen oder so? Sehen aus wie Flashlights. Flare, ja, auf jeden Fall. Also. Oh krass, da bin ich immer gespannt, ne? 34 Gramm sollen da drin sein, ne? Mein bei Kinderfuck, ja, F1. So, und da sind wir gespannt jetzt hier. Was ist da? Datenbälle. Tun wir das mal auf. Ah, ich ahne was. Ah, was ähnliches hatten wir da auch schon in unserem cool. Special da. Das ist doch so Crackling. Was haben wir hier denn noch? Grenader. Schauen wir mal, was da drin ist. Hinter dem Namen Grenades verstecken sich so eine Powerballs. Oh, krass. Naja. Sind die. Aber es. Dings aber sind, drin, sind ne? Perlen drin, ne? Und die sind dann jetzt halt mal daneben. Hä? Oh. Dreimal so groß. Okay. Was haben wir da denn? Frostbank. Knallerbsen oder was? Nein, nicht ganz. Knallerbsen mit Zündschnur. Ah. Warte, müssen wir scharf werden? Ja. Ah. Ja, mal schauen. Interessant. Ja, ich glaube, dann haben wir alles durch, ne? Das ist doppelt drinne halt. Die Knatterbälle sind halt auch doppelt drinne. Das ist einmal drin. Ja. So sieht's aus. Ja, auf jeden Fall werden wir es jetzt zünden gehen. Bis gleich. Tschüss. So Leute, da sind wir wieder. Heute machen wir was ganz Besonderes. Mit einer spanischen Zündlunte, weil das einfach einfacher ist als hier mit dem Brenner und so. Mal anmachen. Also mal anmachen. Oh, die riecht, da fühle ich mich gleich wieder nach Valencia zurückversetzt. Ja, da brennt sie. Können wir den auch wieder da reinlegen? Ja, womit fangen wir denn an? Hier oben würde ich sagen, ne? Lass uns doch mal was, ja, okay. Was Leises, Schönes, Hübsches. Ja, würde ich aber auch sagen. Denke ich mal. Jo. Also das sind jetzt die aus dem Set, wie heißen die? Muss man irgendwas mit, Distraction Flare. Was steht da? Kann ich nicht lesen, will ich auch nicht, ey. Destruction Flare. Ja. Destruction. Okay. Machen wir mal ein bisschen Destruction hier jetzt. Los geht's. Jo, was burning? Scheiße. Scheiß Wind jetzt ausgeht. Oh. Ja, schöne Fontäne für Cut 1. Kurz, aber schön. So, jetzt mache ich den zweiten hier dran sonst mal an. So. Oh, das geht doch bestimmt. Jo, das geht.
Ja, der Wind geht voll in unsere Richtung. So ist schöner. Ah, die sind nice. Schön auf jeden Fall, ja. Oh, nächste. Gucken, was haben wir noch so im Set? Da waren noch hier, was ist das denn? Oder nee, lass erstmal so einen Spinner. Oder auch zwei auf einmal. Lass ihn mal Kreis legen. Oh, können wir auch gleich einen dritten noch mitnehmen, oder nicht? Mal gucken, ob die sich drehen. Sollen sie ja wahrscheinlich mit diesem Plastikding da unten drunter. Das ist halt das Ding jetzt, ne, mit dem, bei dem Wind versagt man dran so ein bisschen. Ich habe jetzt, hat den gar nicht auf Vollpower. Jetzt habe ich ihn auf Vollpower. Scheiße. Ich trotzdem nichts. Oh, trotzdem an. Ja, ein bisschen drehen sie sich hier. Schluss. Hier, mach mal die. Das ist Spinner. Das sind so Spinners oder Bomber. Ja, die können wir einfach so hinwerfen. Ein Faction Cracker wird man mal ausmacht, ne? Wow, er ist wieder abgehoben. Wie geil. Aber die spanischen Dings sind gut, ne? Voll gut. Geil, das bringt Spaß. Ja, und noch mehr Spaß bringt das, wenn das ganze Jahr legal ist. Also ist das hier jetzt, der Akku ist fast leer. Mist. Okay, mach schließen einfach. Nee, der Weg hat noch ein bisschen. Ja, jetzt ist das Licht ausgegangen, weil der Akku fast leer ist, aber ist nicht so schlimm. Ich hab halt auch ein Licht. Ja, die Lunte funktioniert echt gut, ey. Können wir gleich noch ein paar anzünden, was wir weitermachen. Was haben wir hier denn sonst noch? Was ist denn hier drin? Ich glaube, da waren diese Kometen drin. Ah. Wie heißen die? Also welche Punkte? Da steht da. Ja, das ist zu hell. Ah, da jetzt sieht es hier noch so ein bisschen. So, ja, so ist gut. So, nice. Ja, wollen wir sehen. So, oder sind wir wieder? Spotwechsel und es geht weiter mit den Frostbanks. Steffen. Frostbanks, hier so mit kleinen Füßen. Schnipslas. Bin ganz schön weit. Als nächstes Grenades. Mal gucken, was das für Grenades sind. Ah, Crackling Bälle. Interessant, Crackling Bälle. Können wir zwei Stück machen. Gar nicht mehr das Ganze alles aufs Bild gekriegt hier. Die sind heftig, ey. Oh, und wir haben ja noch größere, ne? Ja, lass die mal gucken, ey. Gleich hinterher. Ah, der eine geht schon auf. Krass. Gut. Das ist nicht so cool. Ja, die Füllung ist rausgerieselt. Das ist ein großer Crackling-Ball jetzt. Verrückt. Ja, wäre echt doppelt so groß. Und wenn man mal guckt, so, das sind die kleinen, das sind die großen. Das ist auf jeden Fall ein Unterschied. Na, was haben wir sonst noch? Oh, boah, ja, auf jeden Fall. Cool. Spike Strips. Komm, die hängen wir hier ran. Oh, mit Crackling-Matte, ja, geil.
Ja, geil. Cool. Das können wir austreten hier. Auch wenn das nass ist, wollen wir hier nass, nichts. Aber man muss auch gerne kommen. Hier, guck mal. Das sind so eine Luftheulers, ne? Mal gucken, wie die sind. Cool. Muss die mal hier hinstellen. Dann lass mal über die Straße zischen. Lass mal aber ohne Stab. Nice. Wie die Luftheuler von früher. Cool. Richtig gut. Mal, also Leute, dieses Set ist echt nice. Wir empfehlen das definitiv weiter. Das kriegt auf jeden Fall den ganz grünen Smiley in unserer Bewertung. Ja, und damit verabschieden wir uns dann jetzt auch von euch. Ich würde sagen, Daumen hoch, Abo dalassen, falls ihr es nicht schon gemacht habt. Auf jeden Fall. Hier zünde ich nochmal schnell ein. So. Zum Abschied. Vielleicht fliegt er wieder hoch. Scheiße. Der macht gar nichts, Alter. Der brennt. Ja, in diesem Würfel. Sinne. Also Leute, das. Schön. Warte, nee, komm, das geht's nicht. Du musst gleich einen hinterher machen. Kann er nicht angehen. Nö, der ist ins Gras gefallen. Oh, geil, der kommt trotzdem raus. So, gut, nur aber. Also, bis demnächst. Tschüss. Da erwartet euch auch noch ein richtig fettes Unboxing noch vor Silvester. Dann erwartet euch noch ein richtig fettes Silvester-Unboxing. Und dann kommen noch Silvester-Unboxings. Also geht noch richtig was. Daher brauchen wir halt auch diesen Container. Und noch eine Information.